Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lanz TV und unser SK Sturm hat soeben ein 1:1 auswärts beim SK Rapid Wien geholt im dritten Spiel der Frühjahrsrunde. Also endlich haben unsere Blackies anschreiben können. Das Spiel selber jetzt gar nicht so extrem aufregend, schon spannend, aber was die jetzt ganz großen Torschancen betrifft, war es eigentlich relativ überschaubar so insgesamt. In der ersten Hälfte nicht viel passiert, bis zur 20. Minute. Denn da sind dann unsere Schwarz-Weißen auch in Führung gegangen. Thorsten Röcher nach Verletzungspause wieder zurückgekehrt, sogar in die Startelf, wird von der rechten Seite bedient und er zieht aus halblinker Position dann schön ab und lässt auch Strebinger im Tor der Hütteldorfer dann keine Chance. Also die relativ frühe Führung für unsere Schwarz-Weißen in Minute 20. Sturm hätte dann auch die Möglichkeit gehabt zu erhöhen. Hier landet er mit einem schönen Solo wirklich Richtung Rapid-Tor, zieht aber dann am Ende doch knapp den Ball neben das Tor setzt und quasi fast im Gegenzug dann die Ausgleichsmöglichkeit für Rapid durch Schobesberger. Das waren eigentlich so die Highlights in der ersten Hälfte. Im zweiten Durchgang dann unsere Blackies ein bisschen zu passiv für meine Begriffe. Rapid hat auf jeden Fall auf den Ausgleich gedrückt, hat immer wieder versucht eben in den 16er zu kommen. Allerdings fanden sie lange Zeit kein wirklich probates Mittel gegen unsere Defensive, haben aber immer wieder auch trotzdem Räume gefunden und im Tor Chancen fabriziert, obwohl die meisten eher in dieser Kategorie 50-50 stattfinden, würde ich mal sagen. Im Endeffekt hat Sturm dann wirklich lange verteidigt, hatte durchaus Möglichkeiten auf Konter, diese nicht gut genützt und leider hat man dann tatsächlich noch in der 88. Spielminute durch Bolingoli den Ausgleich bekommen. Eigentlich relativ ähnlich das Tor wie das von Röcher, nur Bolingoli, der eben über halb rechts auch bedient wird und relativ zentral dann abzieht, haut den Ball dann wirklich schön wuchtig in die Maschen, da gab es nichts zu halten, auch für Siebenhandel. Und ja, der Ausgleich eben sehr bitter für unseren SK Sturm, nicht weil er unverdient war, sondern weil er eben so spät gefallen ist. Danach gab es noch eine richtig gute Möglichkeit, die hatte allerdings Sturm durch Peter Schul, der ist wirklich im 16er völlig frei zum Schuss gekommen, scheitert dann auch an Strebinger und ja, das war der Matchball auf alle Fälle, eine richtig gute Chance zum Abschluss. Am Ende eben das 1:1, ich würde sagen leistungsgerecht, unsere Blackies doch von der Leistung her auf jeden Fall eine Steigerung gegenüber den vorherigen beiden Partien. Für ein Auswärtsspiel bei Rapid ganz okay, spielerisch kein Glanzwerk, aber zumindest mal was mitgenommen. Von dem her, mit ein bisschen Glück hätte man auch und ein bisschen Cleverness hätte man den Sieg über die Zeit bringen können, aber ich glaube, mit dem 1:1 kann man so insgesamt gerade in Hinsicht zu den ersten Partien durchaus zufrieden sein. Und ja, so viel ist es dann dazu. Der Vorsprung hat auf jeden Fall gehalten. Weiterhin 9 Punkte Vorsprung auf die Hütteldorfer. Auch das durchaus okay. Und ich hoffe, dass eben gegen Salzburg jetzt wirklich nachgelegt werden kann. Und dann sehen wir, wie sich das Ganze weiterhin so entwickelt. Also, in diesem Sinne war es dann auch schon wieder von mir. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei The Lanz TV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwarzen und bis dann. Ciao, ciao. Wir werden berechnen, wie der Ball nicht reingehen hat können von Peter Schul und gute Besserung. Gute Besserung, Paul. Paul Lastner, liebe Grüße. Beste Besserung.